Liebe Europäerinnen, liebe Europäer, in dieser schwierigen Zeit steht Europa vor einer Zerreißprobe. Es geht jetzt darum, dass wir uns nicht spalten lassen, dass wir zueinander halten, dass wir zeigen, dass Freundschaft, Solidarität, Nachbarschaft ernst gemeint sind, dass wir nicht zurückfallen in nationalstaatliche Nickeligkeiten, wo doch völlig klar ist, dass diese weltweite Pandemie nur gemeinsam gelöst werden kann. Und ich hoffe, dass wir alle gut und gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, denn die Klimakrise, das Artensterben, das geht ja nicht weg, nur weil wir jetzt eine Pandemie haben. Und auch das werden wir nur zusammen lösen. Packt an, macht mit, seid stark miteinander. Alles Gute zum Europatag.